Der nächste Tag in Waldorf. Nehmen Mortese und Benjamin den Kampf um ihren Stern auf? Oh, hä? Moin. Morgen. Moin. Es riecht nach Gemüse. Was ist das? Oh. Das ist persisches Dessert. Andi, habt ihr das noch gemacht? Ja. Das mit dem Reis gestern? Ja, original persisch. Kannst du probieren. Okay, das ist also der Reis. Ja. Ganz weich gekocht. Ja. Boah, das ist aber lecker. Mhm. Das schmeckt hervorragend. Danke. Was Frank über mein Dessert gesagt hat, natürlich, das ist mir eine Ehre. Wenn er sowas sagt, dann ist wow. Ich freue mich. Boah. Wer hat den denn gemacht? Papa. Nein. Doch. Aber wollt ihr mich verarschen? Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Jetzt kommt ihr auf einmal aus so Puschen und zeigt mir, dass ihr das alles drauf habt. Was ist denn jetzt auf einmal los? Habt ihr mich die letzten Tage irgendwie, wollt ihr mich zum Affen machen oder ist hier irgendwie voll versteckte Kamera oder so? Dein Tritt war das. Der hat mich irgendwie vom Schlaf geweckt. Und vielleicht habe ich das nötig gehabt. Und das hat er mir gegeben. Das ist das, was ich von ihm erwartet habe. Und hat er mir gegeben. Und wie steht's mit der eigentlichen Eintopfaufgabe? Ich habe 4 verschiedene Brote gemacht. Jetzt guckt euch das mal an. Ey, das ist doch das Rezept. Das ist eure Zukunft. Ihr habt es wirklich geschafft. Und ich glaube, dass ich mich nicht nur freue, sondern auch die Menschen, mit denen ihr oder für die ihr heute eure Werbeaktion macht. Hol mal deine Frau. Ja. Bitte. Ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass wir uns endlich mal da präsentieren können, wo wir darauf gerechnet haben. Folgendes wird heute passieren. Dieser Ort hat 15.000 Einwohner. 13.000 arbeiten bei SAP, ist hier die Weltzentrale. Und 13.000 Menschen wissen morgen, dass es euch gibt und werden ihren Familien und allen erzählen, dass es euch gibt. Und das ist für den Ort und in dem Ort die größte Werbekampagne, die man realisieren kann. Was sagt ihr? Sehr gut. Ja? Habt ihr Bock? Ich freue mich. Ja? Dieser persische Eintopf soll die Mitarbeiter des Software-Giganten SAP um den Finger wickeln. Und dafür geht's nun auf das Betriebsgelände. So, wir sind da. Wir befinden uns auf der Firmenzentrale von SAP. Und das ist deren Food Hall. Und das Ganze wird mit Food Trucks betrieben. Und wir haben heute unseren eigenen Food Truck hier. Mal sehr gerne. So, los geht's. Rund 550 Mitarbeiter besuchen täglich die SAP Food Hall. 4 Food Trucks versorgen bis zu 250 Menschen parallel mit Pizza, Pasta, Suppen, Salaten und Burgern. Schaut mal. Und das, hallo zusammen. Hallo. Das ist unser Food Truck. Alles klar. Okay? Jawohl, okay. Perfekt. Schön, oder? Was sagt ihr? Mega gut. Sehr schön. Also Ware holen, einrichten, fertig machen. Wir sind Frank sehr dankbar, dass er uns diese Möglichkeit gegeben hat, uns da zu präsentieren, weil es ist einfach nichts Alltägliches. Doch kann sich der Eintopf gegen die Foodtruck-Klassiker durchsetzen? So, alles vorbereiten. Schneidebrett, die Brote halbieren. Ja. Und dann backen wir sie hier drin immer kurz auf, ne? Die Vorbereitungen laufen wie am Schnürchen. Aber Mortesa wird langsam nervös. Als ich diese vielen Menschen gesehen habe, ich habe erstmal einen Schock bekommen. Ich sage, oh Gott, es hat mit so vielen Leuten, wenn sie auf einmal auf uns kommen und zu uns stürmen, was machen wir denn? Wie packen wir das? Benjamin startet prompt mit der Kundenakquise. Hallo, guten Tag.
Hallo. Wir kommen vom Restaurant zum Stern in Waldorf in der Hauptstraße. Und wir haben ein neues Konzept, persisch deutsch. Prima. Habt ihr Hunger? Ja, wollt ihr das probieren? Ja, absolut. Gerne. Gebt ihr mir mal zwei Suppen, bitte. Dankeschön. Einmal vegetarisch, bitte. Habt ihr schon mal persische Küche gekostet? Nee. Dann ist heute euer erstes Mal. Ich finde, es schmeckt klasse, dadurch, dass man die ganzen Aromen rausschmeckt. Also die ganzen Zutaten. Es ist sehr schön. Es läuft sehr gut, sehr schön. Alles wunderbar. Guten Appetit. Die Suppen gehen über die Theke wie geschnitten Brot. Aber schmeckt es den Mitarbeitern auch? Wie schmeckt es euch? Super lecker. Ja, sehr schön. Richtig cool. Würdet ihr zu uns ins Restaurant kommen zum Essen? Auf jeden Fall. Sehr schön, sehr schön. Also ich fand diese Kombination aus den persischen Gewürzen mit der klassischen deutschen Suppe fand ich hochspannend, weil es ein anderes Geschmackserlebnis ist. Fühle mich eigentlich jetzt gut genährt und jetzt frisch in den Nachmittag. So, aha, das war's. Sehr schön war das. War gut, oder? War herrlich. Heutige Aktion war sehr gut. Viele Leute kannten uns nicht. Jetzt wissen sie, wo sie uns zu finden haben. Was hast du, Chef? Ich bin überrascht, dass so viele Leute dieses gute Feedback gegeben haben. Und es hat Spaß gemacht. Ja. Bist du auch glücklich? Ja, sehr. Schön. Ich habe sehr viele Werbung gemacht. Ich glaube. Wir sind wieder aus dem Quark gekommen. Ihr seid aus dem Quark gekommen, ja, und habt mich abgeholt, indem ich jetzt euch sagen kann, wir werden morgen das finale Testessen machen. Ihr habt das heute sehr gut gemacht. Ich glaube, das war jetzt wirklich heute Nacht eine Initialzündung. Und ihr seid jetzt da, wo ihr sein müsst, um durchzustarten. Was Frank uns so gelobt hat, das ist echt, wie Papa gerne sagt, eine große Ehre. Weil man einfach merkt, man hat es geschafft, man hat die Motivation zurück und kann das, was man eigentlich schon ewig lang macht. Also, Dreigangmenü, großes Finale morgen und den Arbeitsplan. Den brauche ich auch noch. Okay. Den haben wir heute ruhen lassen, weil heute die Praxis viel wichtiger war. Das musste heute funktionieren. Das war sozusagen der Grundstein des Erfolgs. Ihr müsst es morgen den Testessen noch beweisen. Also, sehr schön. Bis morgen. Ne? Danke. Bis morgen. Vielen Dank. Das ist ein gutes Gefühl, dass man einen Schritt nach vorne kommt. Ich hoffe, dass das weitergeht. Mega. War wirklich gut. Also ich kann nur sagen, Gratulation. Aber es ist ja immer so, ich bin ja auch mit dabei. Ich bin ja so der ruhende Pol jetzt auch gerade bei solchen Aktionen. Morgen, beim großen Finale, müssen Sie das ganz allein in Ihrem Restaurant stemmen. Und ob Sie das genauso hinbekommen,